Was ist da los? Hier ist der Schmocki. Und heute gibt's einfach mal direkt Schmockis Thema der Woche. Einmal in 9 Monaten, du verdammter Fortnite-Clickbait-Mainstream-Spacken, geh dich vergraben. Und das Thema der Woche gibt's diesmal, weil mein letztes Fortnite-Video ungefähr so viele Leute gejuckt hat wie ein Sack Reis, der in China umfällt. Und ich auch echt ein paar böse Kommentare reingedrückt bekommen habe und mich jetzt einfach dazu äußern möchte. Deshalb erzähle ich euch doch jetzt mal meine Geschichte mit Minecraft. Und schaut euch das Video bitte zu Ende an. Weil ich werde über Sachen reden, die habe ich jahrelang verschwiegen. Und nach diesem Video werdet ihr mich auf jeden Fall besser verstehen als davor. Das erste Mal Minecraft habe ich installiert, nachdem ich bei Pizmeet ein Video gesehen hatte, bei dem sie Hunger Games spielen. Also uns war total langweilig und wir haben gesagt, was ist denn eigentlich dieses Hunger Games, von dem die immer alle reden bei Minecraft? Ich hatte persönlich noch nie Minecraft gespielt, nicht mal den Singleplayer, und bin direkt auf MCPVP gejoint. Zu der Zeit gab es auch schon große YouTuber und Idole im Sub-PvP. Und der Anfang war wirklich schwer. Doch dann bemerkte ich schnell, dass ich ein Talent für schnelles Hotkeyen und schnelles Refillen hatte. Ich verfestigte meinen Skill mit einem guten Trainingspartner. Als erster zeigte ich durch meine eigene Refill-Technik der ganzen Community, wie man schneller refillt. Von da an habe ich wahrscheinlich 1 Million Suppen geschlürft. 3 MCPVP Top 5s gewonnen, wodurch dann jeder große Soup-YouTuber mit mir aufnehmen wollte. Hab Stegi in Soup trainiert, bevor er 1000 Subs hatte. Dann brachte ich mcexpert.de durch meine Servertour auf Dojo mit meinem Custom-Kit-Konzept auf die Idee seines Lebens, nämlich sein 1v1 mit Custom-Kits auf Timolia. Das müsst ihr euch mal geben. Ich hab Tim einfach zu einem extrem reichen Menschen gemacht. Aber ganz ehrlich, ich gönne es ihm. Als ich 300 Abos hatte, habe ich einfach ein Video hochgeladen, bei dem ich mcexpert.de getötet hatte und habe es wieder runtergenommen, weil ich seinem Ruf nicht schädigen wollte und er einfach damals ein riesiges Idol für mich war. Hab ihn dann komplett random eine Woche später auf einem Community-TS kennengelernt und er hat einfach mein Refill-Tutorial geliked und dadurch meine YouTube-Laufbahn ins Rollen gebracht. Seit dem Tag glaube ich an Karma. Hab mit dem Sub-PvP-Erfinder zusammengearbeitet. Hab mich vom Sub-PvP-Erfinder abziehen lassen, weil er Geld für seine Kinder brauchte. Ich habe jeden einzelnen großen MCPVP-YouTuber kennengelernt, wachsen sehen und sterben sehen. Hab 6 verschiedene Dojo-Versionen rausgebracht. Wobei die jetzige die beste aller Zeiten ist, pvpdojo.com. Hab jede Challenge gemacht, die man sich vorstellen kann. Hab das Team bekämpft. Do not team! Did you do this again, you piece of fuck? You German bear guzzling mother! Wahrscheinlich 200 Videos mit Basti aufgenommen. Ihr seid keine Legende! Darf ich meinen Namen auf Japanisch sagen? Mach, gerne. Hab meinen englischen Channel durch zu viele deutsche Kommentare dekolonisieren sehen, was mich dazu gezwungen hatte, einen deutschen Kanal zu erstellen. Ich hab das Ultratalent gewonnen. Die so einsam war. Wie geil ist das denn? Du bist jetzt hier am Start. Hab bei einer Minecraft-Songparodie mitgewirkt, die einfach über 5 Millionen Klicks erreicht hat. Ich sage noch einmal, ist mir egal, das ist. Hab den sizilianischen Drachen besiegt. War ein Rapper. Du kleiner Scheißer denkst, du bist ein Superstar. Ich ziehe jetzt ins Gefecht wie 1914, du Knecht. An dir ist gar nichts echt. Alle Leute. Ein Detektiv. Kommissar Matze, das ist mein Partner, Kommissar Barber, FBI. Ein Dealer. Aber lass mich vorher testen, ich will den Stoff vorher sehen. Vertraust du mir nicht? Ich verkaufe den Scheiß schon seit Jahren. Ein Held. Sucht euch mal einen mit eurem Refill. Ein Schurke. Larry, what the hell are you doing? Larry,
you can't just... Oh. Eine Zickzackschnecke. Ich bestehe eigentlich zu 90% aus Scheiße. Ein Opa. Na, Kinder, wollt ihr mir nicht ein paar Fragen stellen über meine Vergangenheit? Eine Oma. Kein Kind, Obi. Habt die Schnauze voll von euch Flachnasen. Weh. Vivi. Hör dir mal selber zu. Hört man das Bluten in den Ohren. Furchtbar. Was für Blut, ey. Ein Enkelkind. Opa Schmocki, warst du denn sehr aktiv auf YouTube? Ein Lehrer. Na Kinder, heute haben wir eigentlich Mathe, aber wen interessiert die Scheiße schon? Ein nerviges Kind. Da schreit jemand! Meine Mama hat mich hier gelassen. Oh. Hugo. Lass mal fahren. Aber Mom. Dann schneid es raus und tu so, als hätten deine Subs dir Eisen gegeben. Ja, aber jetzt schon Farm ist da low. Wir müssen erstmal. Nee, das fahren. Nee, für ein gutes Gameplay. Wir müssen erstmal ein paar Kills machen. Lass uns fahren! Hugo! Schmick, Schmuck und Schmack. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Schmick, Schmuck und Schmack. Eine Hexe. Was bist du denn für ein süßer Satansbraten? Ein Engel. Inder. Ja? Ja? Ihr habt meine Seele befreit. Was haben wir? Danke euch. Der Verrückte im Kopf. Ich danke euch. Hat er zurück aufgeatmet? Was haben Sie genommen? Ah! Ah! Oh, der Schnelle! Ah! Yoda. Ich bin Yodi, Meister der Macht, Zerstörer der Sith, Eroberer der vier Kontinente. Ja. Und die Power Rangers. Und hab's sogar am Ende wirklich ein Video mit Peacemeat aufgenommen. Das ist der Schmucki dabei, ja? Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun stehe ich hier. Hab seit 2015 nicht mehr aktiv Minecraft gespielt. Hab die Videos immer nur für euch produziert. Deshalb kamen die Videos auch immer im 3-Monate-Takt. Weil ich einfach kein Minecraft mehr gespielt habe. Ich hab vielleicht 3 Bed Wars Games auf meinem Buckel. Hab die UAC-Zeit komplett verpasst. Hab Basti verloren als einzigen Aufnahmemate, weil er einfach ein erfolgreicher Streamer ist und man sich jetzt halt einmal in 3 Monaten spricht, anstatt jeden Tag. Wurde in Varo eingeladen und ist natürlich ausgefallen. Und das Einzige, was mich jetzt noch mit Minecraft verbindet, ist einfach mein eigener Server. Dojo ist das Einzige, was mir wirklich noch in Minecraft Spaß macht. Und deshalb werde ich jetzt auch in Zukunft sehr viele Fortnite-Videos bringen. Ich werde aber trotzdem immer Minecraft im Herzen tragen und auch ab und zu mal wieder ein Minecraft-Video machen. Also ich hoffe, ihr hatet mich jetzt nicht nonstop dafür, dass ich jetzt Fortnite-Videos hochlade und versteht jetzt ein bisschen mehr, warum ich keine Minecraft-Videos mehr mache, weil ich einfach alles in diesem Spiel erlebt habe, was man erleben kann. Deshalb, lasst doch bitte ein Like da, falls es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr alles kanntet, was ihr gerade im Video gesehen habt. Das wäre nämlich richtig krass. Ich will die ganz krassen Oldschool-Subs unten sehen. Also haut alles rein, ich lese jeden Kommentar, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.